Ja, hallo nochmal aus Tornisch. Wir sehen jetzt hier gleich das Spiel um Platz 3. Und wer sich den Sieg aufs Treppchen quasi erkämpfen kann. Auf der einen Seite sehen wir die Heidelberg Hellhounds und auf der anderen Seite die Looping Looks Leipzig. Und ich bin Pauli aus Hamburg original. Ich bin Lena aus Offenburg. Und ja, bei dem Spiel wird es echt interessant. Die zwei Mannschaften haben heute Morgen schon gegeneinander gespielt. Da ist Heidelberg als Sieger hervorgekommen. Und sie waren auch sehr stolz darauf, aber ich glaube, das lässt sich Leipzig nicht so gefallen. Die wollen, glaube ich, das Ding jetzt doch für sich entscheiden und eine Medaille mit nach Hause nehmen. Was nicht die erste Medaille für Leipzig generell wäre. Und ich glaube, für Heidelberg wäre das der Traum, ja, hier mit einer Medaille nach Hause zu gehen. Gestern waren sie schon überglücklich, so einen guten Tag gehabt zu haben. Also ja, sie haben mir gesagt, sie dachten niemals, dass sie unter die ersten 8 kommen. Dann, als es klar war, dass sie definitiv Platz 1 bis 4 haben, waren sie ebenfalls überglücklich. Also die genießen das. Die haben hart Party gemacht. Oh ja, die haben schon auf der Hinfahrt Party gemacht. Ja, Zitat, das Geheimrezept ist, vorher die Nacht zu saufen. Also weiß nicht, wie kompatibel das mit Quidditch ist, nee. Aber bei denen hat es anscheinend funktioniert. Oh, und ich glaube, auch danach werden sie feiern, egal ob dritter oder vierter Platz. Definitiv. Sie wollen jetzt nochmal ein schönes Spiel haben und ich glaube, auch gleich sind unsere Referees soweit. Wir sehen wieder, nee, diesmal nicht Niklas als Headref, sondern Schuler aus den Niederlanden. Und an der Seite sehen wir, ja, Fenja, Matti und René und den Rest kenne ich leider nicht mit Namen. Aber das sind die vor mir stehen. Das heißt, das reicht quasi von Dingen, die ich sehen muss. Genau. Im Hintergrund hören wir auf der Leipziger Seite deren Chant und zeitgleich beginnt Heidelberg ebenfalls damit lauter zu werden. Weißt du, ob Leipzig noch einen vollen Kader hat? Weil also beide Teams sehen gerade ziemlich voll aus. Weiß also nicht, vielleicht. Es kann auch sein, dass zum Chanten alle nochmal sich auf den Pitch schleppen. Also Heidelberg müsste noch mit vollem Kader da sein. Zum Beispiel ein Kameramann sich auf den Pitch mitschleppt zum Chanten. Insofern. Immerhin mit Heidelberg. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass große Verletzungen in einem der beiden Teams entstanden oder dass sie irgendwie mit großen Verletzungen zu kämpfen hatten, dieses Turnier. Das heißt, da in der Hinsicht läuft es wohl ganz gut. Was bei anderen Teams jetzt nicht so der Fall ist, würde ich sagen, da waren dann doch mal die Krankenwagen da. Ja, wenn mehrere Teams, die jetzt aufgeben mussten. Genau. Bingen musste aufgeben, Mannheim. Ja. Berlin Bludgers haben auch ein Spiel aufgegeben. Und einige sind auch einfach, wie zum Beispiel Hamburg, mit schon gefühlt komplett kaputtem Kader hergefahren. Also mal gucken, was jetzt hier passiert. Ich hoffe natürlich nicht, dass irgendwem etwas passiert. Nein. Und wir hoffen einfach auf ein spannendes Spiel. Und auch auf ein faires und schönes Spiel. Ich glaube, beide Teams können sehr fair spielen. Ja. Aber wir hoffen mal, dass die Hitze nicht mit ihnen durchgeht und dann irgendwie Fehler oder unsaubere Spielzüge hier am Start sind. Wir sagen in der Bavü-Liga gerne, Heidelberg ist ein hartes Team, aber Schon ziemlich fair. Ja. Hamburg hat dieses Jahr nicht gegen Heidelberg gespielt, aber schon öfter in ihrer Quidditch-Karriere haben sich die beiden Teams getroffen. Und es ist immer wieder schön, auch off-pitch mit Heidelberg, genauso wie mit Leipzig, die ja auch den Wildlings Cup ausrichten, was ja quasi für die Community eins der besten Turniere ist. Und wir sehen, man merkt schon, dass es ein wichtiges Spiel ist. Ja. Weil die Fangruppen größer werden. Ja, und sich auch. Und wir haben Tim aus Leipzig, aus Heidelberg, die Nummer 11, der sich den Quaffel krallt und versucht zu driven. Die Bludger Control ist auch bei Heidelberg. Aber da ist ein Beat. Aber Heidelberg hat den Quaffel noch. Die kämpfen und ja ist jetzt aber leider auch Beat, die Nummer 16. Mal sehen, was jetzt Leipzig mit ihrem Quaffelbesitz macht. Ruben Lampe, bekannt wie ein bunter Hund, hält dort den Quaffel in der Hand und trägt ihn als Keeper langsam über die Mittellinie. Sehr langsam. Da kommt der erste Pass und da ist ein verlorener Boom und das ist die Chance für Patrick da.
durchzuziehen und lässt sich auch nicht von Ruben da irgendwie reinreden. Und damit ist das erste Tor des Spiels auf der rosa-schwarzen Seite. Da würde ich jetzt gerne mitsingen. Genau, im Hintergrund hören wir den Bavütata-Gesang der Fankurve auf von uns aus rechter Seite und auf der anderen Seite. Ich sehe da auch, da sitzen die Mannheimer, die aufgeben mussten. Ja, ja. Da sind einige und auf der anderen Seite können wir auch Halle sehen, die wohl Leipzig supporten. Super verteidigt von Heidelberg, da war kein Durchkommen für Leipzig. Der Keeper Moritz, ich glaube, er ist gerade für Tim reingeswappt, weil Tim, glaube ich, nur den Sprint am Anfang gemacht hat, um jetzt seine Kräfte zu schonen und Moritz als Keeper dort. Blatter-Control ist immer noch bei Heidelberg. Und da kam ein langer Pass über die Hoops und da ist auch das zweite Tor. Das war fast zu einfach. Ja. Ich weiß nicht, was die Defense von Leipzig da gemacht hat, aber ein bisschen geschlafen hat sie, weil es war, der lange Pass war absehbar, meiner Meinung nach. Und auch er hat es geschafft, den Ball durch den Hoop zu bekommen, obwohl, glaube ich, vier Leute da in der Nähe standen und der Drive war jetzt nicht so unaufhaltsam, sag ich mal. Und Ruben macht einen Pass oder einen Longshot-Versuch ins Nichts. Es stand zwar jemand, aber der Wurf war nicht so wie gewollt. Ist ein bisschen kopfloser Anfang von Leipzig. Ja, ich glaube, sie wollen das Ding doch sehr gewinnen, was oft dazu führt, dass man zu verkopft rangeht und nicht so at its best spielen kann. Und das hat Heidelberg, glaube ich, gerade als Vorteil, dass sie eben nicht das Ding unbedingt gewinnen wollen, sondern einfach eh schon stolz sind. Und da ist auch schon das nächste Tor. Es steht Pass hinter 30 die Hoops zu und direkt 0. reingeschmissen das Ding von der Nummer 5. Wunderschönes Zusammenspiel hier. Und auch die Blatter-Kontrolle ist auf Heidelberger Seite. Also ich glaube aber, dass Jan, die Nummer 15, der sehr große Mensch auf dem Feld, da jetzt die Kontrolle wieder haben will. Und das hat auch geklappt. Zusammenspiel mit Jojo, Nummer 71. Quasi genau das Gegenteil von Jan, sehr klein. Ja, und das war schön. Da war zwar ein Tor von der Nummer 21, aber ein Beat Before wurde gecallt direkt. Und wurde aber man hat gesehen, gleich sofort, Leipzig hatte Blood Sugar Control und es lief besser. Genau, Jan und Jojo sind auch einfach zwei sehr starke Beater, die auch zusammen ziemlich gut funktionieren, soweit ich das bis jetzt schon mal gesehen habe. Aber die Kontrolle hat gerade gewechselt. Ach, Heidelberg hat sich die Nummer 25. Das war ein Tor. Ja, was für die ein Beater waren weg. Und Heidelberg hat die Nummer 25, hat die Kontrolle zurückgeholt und kurz darauf folgte auch das Tor. Also Moritz von Heidelberg ist echt ein starker Spieler. Eine Maschine, ja. Ja. Kann man mal machen, sagt er, glaube ich. Und wir sehen hier zwei neue Beater auf Leipziger Seite. Nummer 9 und Nummer 1. Sie haben jetzt wohl darauf reagiert, eben gemerkt, es hat am Anfang nicht so gut funktioniert. Dann müssen wir die Beater vielleicht erstmal auswechseln. Ja, mal gucken. Oder die Kräfte schon für spätere Zeiten, sage ich mal. Ja. Weil das wird wahrscheinlich ein langes Spiel oder vielleicht auch ein ganz klares Spiel, aber und irgendwie kommen sie hier nicht so ganz zu Potte, außer dass jetzt sie da wurde das Reset tackeln und der Ball jetzt auch wieder bei Heidelberg ist, die keine Bieter-Situation, oder es ist gar keine Bieter-Situation, es wurde falsch angesagt, aber da kommt nochmal dasselbe Tor quasi. Wie wir vorhin auch schon gesehen haben, schräg hinter die Hoops und die Nummer 5 wirft es einfach mit einem Arm durch. Es sieht schön aus. Es ist schön. Es ist auch ziemlich clear. Ja. Also keine irgendwie massiven, unfairen Geschichten hier. Einfach irgendwelche. Ja, auch von beiden Seiten, muss ich sagen. Also keine sloppy Sachen, sondern es ist einfach schönes, auch hochqualitatives Quidditch.
Wobei man sagen muss, dass sich Leipzig gerade echt nicht so gut zu konzentrieren scheint. Nee. Sie sollten sich vielleicht mal ein Timeout nehmen. Denn das könnten sie jetzt gut gebrauchen mit 50 Punkten im Rückstand und noch kein Tor drinne, was zählt. Ja. Ja, du hast recht. Wenn ich Leipzig wäre, würde ich jetzt auch langsam ein Timeout nehmen. Ja. Vielleicht sparen sie sich das aber auch bis vor den Seeker-Floor auf. Aber ich habe das Gefühl, dass das dann vielleicht schon zu spät sein kann, wenn das Spiel jetzt so weitergeht und sie sich nicht sammeln. Und da saß der Beak nicht perfekt. Und da ist Ruben auch schon wieder Beat und der Ball wechselt nicht, sondern der Beat von Heidelberg verfehlt, ist jetzt aber da und der, das ist ein Keeper-Battle und das ist ein Tackle in der Keeper-Zone, oder? Ja, ich weiß aber nicht, ob er safe war oder nicht, weil er den Ball ja auch in die Richtung mitbewegt hat. Ich glaube, er war nicht protected, insofern ist der Tackle okay und es war ein sehr schöner Türken-Tackle. Muss man sagen, Ruben kann die Leute doch gut runterbringen. Bei Heidelberg jetzt als Bieterin auf dem Feld Lena, die ist richtig, richtig stark. Ach, die spielt in der Nazi oder so. Ja. Genau. Hat da auch, glaube ich, einiges gelernt. Ich habe sie beim... Ruben hat abgefangen und Ruben läuft. Ruben wurde nicht gebietet, aber jetzt... Schade, das war echt schade. Aber wenn das er dann... Gern gesehen. Ja... Genau. Ich glaube... Es sah sehr schön aus, wie er durch alle durchgerannt ist. Oh ja, auch sich rausgedreht hat und so. Man, Ruben zu stoppen ist schon auch erstmal was man können muss. Die Geschwindigkeit hat er und auch die Agilität, um sich da gerne mal rauszudrehen. Und die Klatscherkontrolle ist wieder bei Heidelberg. Und die räumen da vorne auch auf... Aber das Tor war leider nicht drin, der Torversuch. Und Ruben nimmt das Timeout. Wie erwartet, er legt sich auf den Boden und ist, glaube ich, ein bisschen verzweifelt von der Situation. Springt aber wieder auf, scheint noch fit zu sein, aber sieht das gerade gar nicht, was hier passiert auf dem Pitch. Im Gegensatz Heidelberg, super glücklich. Ja. Philipp hört man bis hier. Super, Leute. Richtig stark. Philipp, glaube ich, als Coach hier dabei oder als emotionaler Support. Emotionaler Support. Ja, die müssen jetzt eigentlich ihren Leuten nur sagen, mach genauso weiter. Ja, die Leute sind auch noch gar nicht alle beim Meeting dabei, sondern sprechen irgendwie noch mit den Refs und sehen das gar nicht so ein. Jetzt ist ja auch nicht ihr gecalltes Timeout, sondern sie entspannen jetzt einfach mal ein bisschen, glaube ich. Können noch mal kurz besprechen, was richtig gut lief und dass das einfach so weitergehen soll. Ich glaube, da war aber was wegen der Bludger, ob die zu fest sind oder zu locker. Zumindest läuft der Assistant Ref da mit dem Ding in der Hand durch die Gegend. Das Timeout ist auch schon wieder vorbei. Und so eine Minute geht immer schnell vorbei. Mega schnell. Okay, dann scheint alles ganz normal weiterzugehen. Ja. Außer das. Nee, doch nicht. Ich dachte, ein Assistant Ref steht noch bei uns rum. Ja, das ist korrekt. Ja. Aber das ist Fenja, die muss mit Livestream-Dingen gerne mal was absprechen. Insofern. Ein Assistant Ref down, passt schon. Haben ja immer noch zwei hier gerade auf der Seite. Drüben. Aber ich würde es Leipzig jetzt gönnen, wenn sie dann sich gesammelt haben und auch doch mal das Ding versenken können und ohne Beat Before da. Es wäre auch fürs Spiel einfach schön. Es wäre auch fürs Spiel schön und der zu Null ist auch immer einfach keine schöne Sache. Und da, da war der Ball schon fast in Tims Händen sicher, aber er hat ihn verloren und jetzt hat er ihn wieder und gibt ihn Mo. Quasi zwei Keeper, die hier zusammenspielen, wobei der eine als Chaser ist. Und weist auch an, hier Ruben zu bieten, damit der da nicht von hinten irgendwie solche Geschichten machen kann, wie Quaffisch stehlen oder sonstiges. Bludger Control ist auch immer noch bei Heidelberg. Die war echt nur ein paar Minuten. Ja, sehr wenig. Also immer mal wieder. Ich glaube, sie brauchen Jan wieder als Bieter auf dem Feld, der sich das Ding einmal zurückkrallt.
Das ist ein richtiger Kampf um den Quaffel, aber Heidelberg als Sieger. Tim und Mo arbeiten wieder wunderschön zusammen. Tims Versuch ging nicht durch, aber da freuen sich die beiden, klatschen ab und laufen zurück in die Defense. Weil Leipzig da hinten nicht so aus dem Podcast. Jetzt kommt Jan wieder als Bieter drauf. Ah. Ich sehe das alles voraus, weißt du? Alles schon gewusst, was sie als nächstes tun. Und irgendwie wäre es doch mal schön, wenn einer ihrer Versuche funktioniert, denn sie sind ja ein hammergutes Team. Das ja. Ich meine, sie müssen ja was getan haben, um hier um Platz 3 spielen zu können. Erstens das und zweitens hat sich das auch schon gezeigt, dass sie nicht schlecht spielen. Ja. Und da ist Heidelberg einfach wieder schneller. Patrick hat da den Quaffel abgefangen und haben jetzt hier keine Bietersituation und Mo ist nicht aufzuhalten. Nein, den kann man nicht aufhalten. Der macht da das Ding durch und damit steht es 70-0 für Heidelberg. Und wenn die Zeit stimmt, sind wir bei fast 12 Minuten schon. Also so viel Zeit bis Sinkerfloor ist gar nicht mehr. 6 Minuten. Quasi noch ein Drittel von dem, was wir gespielt haben. Ich habe das Gefühl, Philipp ist doch eher als Coach dabei als emotionaler Support. Oh, der schreit Philipp sich ist, da an der Philipp Seite. Ist beides. Er läuft auch mit. Es ist schön. Und ist jetzt haben sie die Chance. Jetzt haben sie die Chance. Aber die Bälle kommen einfach da nicht alles an. Die Pässe kommen nicht so gut wie nie an. Ja. Und stattdessen macht dann Heidelberg wieder einen Konter. Ja, weil die keine Bieter-Situation da war und Heidelberg das Pressing wunderschön umgesetzt hat. Zumindest aus ihrer Sicht, würde ich sagen. Genau, sie. Ja, ich glaube, Philipp hat die Rolle als Coach sicher. Man hört ihn bis, also er steht auf der anderen Seite des Feldes und man hört ihn trotzdem sehr gut. Ja. Ich weiß auch nicht, was da so passiert, aber. Okay, die Blatter Control. Hat gewechselt. Ja. Wieder das Duo Jojo und Jan, die wir vorhin auch schon zusammen gesehen haben, die dann auch beide Bludger Control hatten. Jan ist jetzt safe. Ich bin auch sehr verwirrt, weil ein Bludger gerade einfach in der Mitte des Spielfeldes liegt. Ich glaube, sie... das sah als Beater-Tackle sehr nah am Hals aus. Ja, das jetzt wurde auch gesehen. Jan kriegt da wahrscheinlich gleich eine gelbe Karte. Er ist auch einfach sehr groß, da muss man schnell mal ist man dabei. Ja. Nicht, es war, glaube ich, gar kein kleiner Spieler, der da berührt wurde, aber lange Arme und der Wille, den Ball zu haben. Während der Quaffel jetzt wieder in Heidelberger Händen ist, warten wir jetzt mal darauf, was dort passiert. Ich glaube, Chula läuft zu Jan. Ja, das war... Ja, wie wir das auch schon vorher gesagt haben. Ich habe in der Sekunde gerade mal hingeguckt, was sie da so machen. Ob es klappt, sich Control zurückzuholen oder nicht. Das heißt, Jojo steht sehr weit, kurz hinter der Mittellinie ungefähr mit einem geladenen Blatscher und wartet quasi auf den Konter. Ist schon bereit, hat das Ding schon in der Hand und setzt ihr bösen Blick auf. Zweite Bludger geht an Heidelberg und der dritte liegt, falls ihr es nicht seht, hinter den Hoops auf der Seite der Leipziger. Das heißt, die Möglichkeit, diesen Konter jetzt zu stoppen, ist da. Mo hat den Quaffel wieder in seinen Händen und der Heidelberger Bieter ist Beat von Jojo, aber die zweite Bieterin kann sich safen. Und da werden Hoops mitgenommen, aber da ist auch das Turnen. Das sah für mich aus, als hätte die eine Leipzigerin einfach den Hoop ausgehoben. Also wenn es mit Intention ist, dann ist es nicht in Ordnung. Aber ich glaube, da war so ein Kuddelmuddel. Und dann haben wir schon wieder eine keine Bieter-Situation, weil Jojo ein bisschen geschlafen hat. Und 90-0. Tor. 90-0. Leipzig sieht mittlerweile auch echt nicht mehr glücklich aus, was den Punktestand angeht. Die Keeperin... ist aber auch echt schwierig. Also Nummer 5 war gerade echt nach dem Tor ein bisschen geknickt. Ich würde es ihnen so gönnen, wenn sie jetzt nochmal was reinhauen da. Ja. Und sie werden auch beim Sieger... Es muss nur ein Tor sein. Ja, sie werden auch beim Sieger-Floor nicht defenden oder auf Cold Catch gehen, glaube ich. Das macht man nicht in einem Spiel um Platz 3.
Sie werden so lange defenden, bis nichts mehr geht, glaube ich. Außer sie schaffen es jetzt irgendwie in den nächsten 3 Minuten doch mal. Da hat was zu regeln. Ja, Jan versucht da den einen mitzu. Und oh, da war, ich weiß leider nicht, was passiert ist, aber ich habe einen sehr lauten Blatscher klatschen hören. Also es soll wohl ein Foul von Heidelberg gewesen sein. Ja. Von Lena. Vielleicht irgendwas mit der Bieter-Situation, ne? Da war ja gerade heiß. Oh. Ein illegal claim of immunity. Ich glaube, es war gar nicht mal absichtlich, sondern nein, eher so ein aus Versehen den Arm nach oben genommen. Und die Blatter waren auch gerade ständig umkämpft, also. Hier wird jetzt ein bisschen diskutiert. Ich glaube, Leipzig will sich auf keinen Fall irgendwas gefallen lassen hier, was nicht richtig sein können. Und diskutiert da jetzt mit den Referees. Mischen sich gerade ein paar mehr Spieler ein. Ja, ich glaube, Mo ist schon ein bisschen hitzig und ist nicht so Freund davon, dass da jetzt mehrere Leute mit dem Headref diskutieren und hat schon so ein bisschen das Blut spüren lassen, weil er gerade sieht, dass das doch ein Sieg für Heidelberg werden könnte. Und ich glaube, dieses Realisieren davon ist schon etwas. Oh, aber der Support ist immer noch da. Ja. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. Das ist eine sehr lange Diskussion der Schiedsrichter. Ja, und wir sehen nochmal Philipp, der mit Wasser läuft vielleicht. Und das war ein bisschen zu spät, die Idee, Wasser zu bringen. Und darf wieder zurücklaufen, denn alle gehen zurück zu ihrem Besen und wir warten quasi nur drauf, was jetzt passiert. Jan kriegt auf jeden Fall einen Klatscher und damit ist Leipzig wieder in Control-Besitz. Again, das Duo Jojo und Jan. Den sie aber, wenn sie nachher doch auf Catch gehen wollen, beim Seeker Floor auf jeden Fall brauchen werden. Zumindest seine langen Arme. Okay, der Quaffel geht ebenfalls an Leipzig. Und damit sind sie im Angriff und haben jetzt vielleicht doch endlich mal die Chance, wie schon so oft gehofft. Auch das es gibt könnte keine tatsächlich. Und da ist er. Da ist das Tor. Die Nummer 21, endlich. Die vorhin auch schon das Tor gemacht hat, aber wie bevor war. Der erste ging nicht rein, wurde defekt weggeschlagen, aber der danach war drinne und ich gönn's ihnen wirklich. Ja, das war. Perfekte Ausnutzung der Situation, keine Bieter und Control und den Quaffel. Da muss man einfach mal sprinten. Und da, ich glaube, das Tor hat ihn irgendwie gerade die Seele ein bisschen glücklicher gemacht. Der Angriff wurde verteidigt und die Nummer 5 hält den Quaffel in ihrer Hand. Und die Control ist auch immer noch bei Leipzig. Also vielleicht machen sie das Ding nochmal. Es würde dem Ganzen ein bisschen mehr Spannung geben. Und da war ein Reset, aber Leipzig muss sich hier ein bisschen bemerkbarer machen, weil sie haben Spieler an der Seite stehen, die anspielbar wären. Aber die Nummer 27 zum Beispiel macht sich nicht bemerkbar. Da könnte einfach ein Drive rein. Keine Bieter-Situation. Jetzt muss der Drive in die Mitte kommen. Andererseits die Nummer 91, die hinter dem Hub stand, hat die ganze Zeit die Hand gestreckt. Ja, also da fehlte das Passspiel. Die Nummer 27 stand quasi perfekt. Gerade als der Bieter raus war, hätte der Pass kommen müssen. Und es wäre niemand im Weg gewesen für einen schnellen Sprint zum mittleren Hub. Ja. Sehr schade. Wir sehen einmal Jan über den kompletten Pitch laufen, um den letzten Klatscher zu holen. Und da war ein Longshot. Ich weiß leider nicht, wer es gemacht hat. Das habe ich gerade. Im Zweifelfall war es Moritz. Ja, im Zweifelfall war es Moritz. Das seems legit to me. Ah nein, es war. Ich glaube, es war die Nummer 25, der gerade die Faust in Richtung Bank gestreckt hat. Das ist auch möglich.
Wir haben immer noch mindestens auf dem Livestream die 17. Minute. Das heißt, ich glaube, der Sieger macht sich auch schon so ein bisschen bereit, langsam sich zu bewegen. Die Nummer 91 wieder als Troll zu sehen, relativ weit weg, aber theoretisch anspielbar. Und auf der anderen Seite noch ein zweiter komplett freier Troll, der auch schreit. Die Nummer 12. Es sind keine Bieter. Das heißt, da die Nummer 21 wieder das Tor gemacht. Das heißt, alle Tore von Leipzig, gerade von der Nummer 21, glaube ich. Er steht auch einfach gut. Oder er steht... Jenny. Jenny steht einfach super. Also. Nein, Jonas. Jonas. Oh. Es steht Jenny auf dem Trikot. Es tut uns leid. Das ist. Und jetzt gehen sie ins Pressing. Sie werden aggressiver hier. Da die Nummer 12 auch nochmal zu sehen. Und Jan, der hier zwischen den Quaffle-Carriern rumläuft. Und da kommt der Longshot über die Hoops. Aber diesmal nicht so perfekt wie die Male zuvor. Und Leipzig. Ruben prügelt sich dadurch, die keine Biete. Er will jetzt auch ein sein Tor machen. Aber schade. Da steht keiner hinter den Hoops. Die Nummer 21 versucht nochmal da zwischen zu geraten, aber Mo erhält den Waffle. Und auf der anderen Seite sehen wir schon den Schnatz und die Schnatz-Referee sich aufwärmen und ein bisschen durch die Gegend tanzen. Und jetzt. Jetzt singen sie im Kurs Snitch on Pitch. Was ein schönes Team. Der war sehr langsam. Ja, man muss ja noch nicht so schnell rennen. Das stimmt. Und eine Minute haben wir quasi noch, um das Quaffle Game hier zu sehen. Oh, der Quaffle kommt in unsere Richtung. Ich durfte auch mitspielen in diesem Spiel. Das ist doch schön. Genau, wir sehen jetzt den Quaffle bei der Nummer 91, die da aber schon direkt wieder wegpasst. Aber vorhin ja schon mehrmals gut stand. Und die Nummer 12 wieder als Troll. Diesmal aber bemerkt und doch gedeckt. Aber die Nummer 91, da steht leider direkt neben dem Bieter. Es hat ein Foul von Heidelberg angezeigt. Ja, und da haben sie den aus der Luft weggefangen. Schön intercepted da die Nummer 27, Patrick. Und jetzt kommt es, glaube ich, zum Delayed Penalty. Man muss aber auch sagen, Heidelberg verteidigt das Ganze auch einfach ziemlich gut. Ja, also direkt hinter der Mittellinie. Sie springen schön hoch. Ja. Ah, wir sehen jetzt, wenn die Leute aufs Spielfeld laufen und Wasser geben, dass da doch einige Lidierungen bei sind. Einmal Flipflop sehe ich, das heißt, diese Person wird auf keinen Fall mehr spielen. Ja. Ist auch nicht so schnell unterwegs, kann man jetzt nicht sagen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht's da ähnlich mit Verletzung. Auch sehr schön, wie das Wasser gerade von allen geteilt wird. Auf jeden Fall. Es ist auch in den meisten Spielen so der Fall. Selbst der Snitch hat ein bisschen Wasser abbekommen. Die Referees werden zwar meistens vergessen, aber... Oh, illegal contact from behind von Nummer 5, die schon mehrere Tore für Leipzig jetzt gemacht hat. Und der Spielstand ist 20 zu 100 und es ist quasi eine Sekunde vor Minute 18, zumindest laut unserer Zeit hier. Sprich, die Sieger stehen auch schon da vorne. Und Leipzig hat sich, genau, Sieger sind da und Leipzig hat sich dazu entschieden, dass Jan im Beater-Game doch wesentlich wichtiger ist. Und da war wieder ein Beat before. Kannst du die Nummer sehen von dem Sucher von Leipzig? Ah, die Nummer 31. Die Nummer 31, ja, das müsste Hank Smith sein, der seit 2011 Quidditch spielt und dadurch der erfahrenste im Team ist. Ja, ich glaube, er hat auch woanders angefangen. Ja, bei den Harvard Horntails. Ich meine, das ist UK, aber ganz genau weiß ich nicht. Natürlich versucht Heidelberg hier drauf zu gehen und macht auch im gleichen Zuge nochmal ein Tor. Jetzt steht es 20 zu 110 für Heidelberg. Wir sehen einen Rooms down und für Heidelberg ist der Sieger die Nummer 25, Marius. Und der ist gut. Sehr gut. Das kann ich nicht beurteilen, aber. Ich hatte ja schon die Freude, gegen Heidelberg mehrere Mal in der Babyliga zu spielen. Oh, ja, Marius ist wirklich sehr gut. Wir hatten jetzt gerade einen Brooms Down wegen Injury.
treffende Spielerin ist auch schon ausgewechselt worden. Das war die Nummer 71. Oh. Johanna. Und beide Sieger müssen back to hoops. Der eine hat sich genähert, der andere ist beat. Und jetzt gucken wir mal. Leipzig ist schneller da. Und du hast recht, Leipzig tut defensive Siegen. Ja, sie wollen sich das Ding nicht schenken. Hinten schon wieder. Jetzt kommt der Pass mal hinter die Hoops. Aber da ist der Beat schneller. Der Pass war zu langsam. Und Leipzig darf wieder zurücklaufen. Pressure Control ist auch wieder bei Heidelberg. Ja, mal gucken, ob hier noch was passiert oder ob es so, wie es gerade aussieht, Heidelberg das Ding entscheiden kann. Denn sie haben gerade Zeit alleine am Schnatz. Und sind da auch aggressiv dabei. Die Bieter unterstützen da ihren Sucher, indem sie den anderen direkt wieder rausnehmen. Ja, sehr schön. Es ist immer einer der Bieter von Heidelberg beim Schnatz. Und die wechseln sich auch sehr schön ab. Das ist praktisch ein fließender Übergang. Und wir haben jetzt hier einen Wechsel. Die Nummer 66 ist als Sucher für Heidelberg dabei. Kannst du da eine Einschätzung geben? Den kenne ich okay. leider nicht. Vielleicht, wenn du mir den Namen sagst. Sein Name ist zumindest Jean. Jean, ach nein. Also ich kann nur sagen, bisher hat immer Marius gecatcht. Okay, und hier der Versuch von Leipzig, da nochmal den Koffer wieder zurückzukriegen. Ruben hat da nochmal jemanden runtergenommen und hält da, wird zu zweit aufgehalten, aber Patrick will den Quaffel nicht losgeben. Und Leipzig sieht aber den... Und Patrick versucht davon ihn zu stehlen, aber schafft es leider nicht. Die Nummer 5 war jetzt aber ziemlich gut da dran. Ja, die war eben auch schon mal raus wegen gelber Karte. Also ja. Vorsichtig sein, würde ich da sagen. Wieder ein Brooms down because of injury. Ja, bei Leipzig. Schon ja, wieder. Da hinten sitzt jemand in der Ecke. Ist jetzt der zweite Spieler innerhalb dieses Spiels, was natürlich echt... Ja, sie wollen das Ding für sich eigentlich nochmal entscheiden. Ja. Und sind auch nicht so zufrieden mit dem Score. Scheint es nicht vorhin mal sogar 30 zu 110? Nee. Nicht? Oh. Zwei Tore von der Nummer 21, genau. Die wirklich wunderschön waren. Und das... ist irgendwie nicht befriedigend, glaube ich, für die Luchse da. Die Pause nutzt Moritz, um nochmal Instruktionen ans Team zu geben. Ja, das wie jeder gute Keeper das gefühlt irgendwie immer macht. Daran merkt man. Ich frage mich, warum Philipp nicht aufs Spielfeld läuft. Das würde irgendwie dazu passen. Stimmt. Wir haben auch einen Philipp, der, wenn er nicht spielt, auch gerne aufs Spielfeld dazu läuft. Dinge sagen. Und da ist der Versuch, ein Tor zu werfen, aber die... Sie probieren es dann auch nicht wirklich näher an die Hoops zu kommen. Also nee. Meistens Pässe nee, so von weit hinten Longshots. Oder weit vorne, ja. Ich habe das Gefühl, nur Ruben ist der Einzige, der da so richtig durchdrift. Ja. Und der Rest... Es scheinen keine wirklichen Ideen da zu sein gegen die starke Defense von Heidelberg. Ja, und die hohen Würfe bringen ihnen auch nicht so viel, denn irgendwie... wird das doch gerne mal abgefangen von den doch großteils sehr hochgewachsenen Heidelbergern. Muss Moritz mal aufpassen. Ich weiß nicht, was er da gerade macht. Das sieht irgendwie ein bisschen... Ah, ich glaube, er hat auf seine Beater gewartet, weil das hätte auch ganz leicht Delay of Game sein können. Ja. Und er versucht da so einen Longshot und da wird sich noch drum gekloppt. Tim passt da, gut. Während er auf dem Boden liegt. Ja. Aber... Das war verdammt stark von Tim. Ja, echt. Drei Leute gefühlt auf ihm drauf liegen und er läuft auch nicht mehr ganz so fit zurück. Zumindest sieht er gerade nicht ganz so aus, aber da hinten haben wir wieder einen Seeker-Wechsel bei Leipzig, bei Heidelberg. Der jetzt bietet ist Luca, die Nummer 30. Den habe ich auch schon ein paar Mal auf dem Feld irgendwie gesehen, in diesem Spiel. Und hier wieder die Sprungkraft der Heidelberger. Und Tim setzt sich da durch gegen die Nummer 12, die nochmal versucht, da irgendwie den Quaffel zu kriegen. Welches Team ist das denn jetzt? Und wir hören einen Fankurve für Lena von Ruhrphoenix. da muss ich selber kurz lachen. Das ist auch
geschrieben auf einen sehr schlechten Popsong. Es ist im Moment und genau ein Bludger im Spiel. Ein zwei. Tor von, nee, doch kein Tor. Knappes ja, Tor komm, von Nummer 5. Die Nummer 5 fällt echt auf. Also mehrere Tore gemacht, auch immer irgendwie dran, gar keinen Schiss da auf den Quaffle Carrier zu gehen. Das erste Handicap für den Snitch. Ja. Defensive Seeken ist halt dann doch nicht vergessen. Und das war... Das war ein Tor? Oh, das war kein Tor. Nee, Schuler kein Tor. Pfeifen. Das war der Longshot-Versuch. Und da war er nicht durch. Ich hatte den schon durchgesehen. Er war danach rausgestoßen. Ich hätte das als gut gesehen, würde ich sagen. Und Ruben ist da auch nicht so glücklich, dass der nicht gut gegeben wurde und nimmt jetzt auch mehr Leute runter. Gar keine Lust mehr hier so hinterher zu hängen, glaube ich. Ja, das ist natürlich schade. Das Tor sah echt schön aus von der Technik her. Alles ausgenutzt, was sie da gerade konnten. Und jetzt sehen wir Tim, der zum Drive ansetzt alleine und gebietet wird. Versucht zwar mit einem Sprung sich da rauszukriegen, aber... Ach, schade. Jetzt hatte Luca kurz mal Zeit alleine mit dem Snitch, aber jetzt konnte nicht durch. Ist Ruben, der über das Ding überspringt. Und jetzt hat er sein Tor. In den letzten 2 Sekunden konnte Mo dann auch nichts mehr machen. Da war der Ball schon durch. Aber es ist schön, bei ihm sieht man so ein bisschen, was Frustration auch in was Gutes umwandeln kann. Gedacht, ich will ja jetzt durch und ich mach das jetzt. Und der Beater von Heidelberg war hier zu langsam. Er wurde zwar gewarnt, dass da wer kommt, aber... Oh, der. Der Schnatz hat seinen Schnatz verloren. Das ist natürlich gut, die Sucher haben einfach weitergemacht. Da ist gar nichts. Ja... Es wurde eben noch kurz diskutiert, ob das Aufhalten von Mo... Heidelberg hat jetzt wieder Marius eingewechselt als Seeker. Ja. Oder besser gesagt, muss das wiederholen? Ja, weil sich genähert wurde, während der Schnatz down war. Was für Leipzig natürlich eine schöne Geschichte ist, hier nochmal ein bisschen kurz zu wissen, dass sie da... Zeit haben. Und irgendwie tauschen sie da die ganze Zeit durch die Gegend. Ich weiß nicht. Jetzt haben sie finally super getauscht. Ja. Mehrmals das Procedure wiederholt. Und mal schauen, was jetzt hier geht. Neue Energie auf dem Feld. Und die Nummer 31 von Leipzig ist aber gut im Wegducken und auch gut als Defensive Seeker. Oder ist schlägt sich zumindest da nicht schlecht, das Ding zu verteidigen. Aber ist jetzt Biel und wir sehen quasi Marius vor uns. Marius, der versucht. Das war mal kurz beteiligt, ich entschuldige. Das ist okay. Sie schlagen sich auch wirklich sehr gut in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie das letzte ausgegangen ist, aber sie haben es ja auch gewonnen. Insofern wissen sie, es ist machbar und es fühlt sich, glaube ich, auch so an, dass es machbar ist. Und da kommt ein Pass nach sehr weit vorne, aber Ruben hat das Ding, turtelt sich darum. Oder es ist, nee, der Keeper. Irgendwann wurde Ruben wohl ausgewechselt, das habe ich leider nicht mitbekommen. Aber der hat sich da rumgekugelt und beschlossen, das ist mein Quaffel. Und vielleicht beschließt er jetzt auch, das werfe ich jetzt ins Tor rein. Das wäre nämlich schön. Im Chaser Game ist jetzt schon relativ lange nichts mehr passiert. Man merkt so ein bisschen, dass die Sucher auf dem Feld sind. Ja, und da geht das auch Ganze die Energie langsamer raus ist. Ja. Da war der Versuch, hier Leipzig zu stoppen. Und es sind auch keine Bieter da. Aber da, sehr weit weg. Ah, doch, da hinten. Und sie haben noch die Chance. Da kommt der Pass und der Pass kommt in die Hände des Keepers über verschiedene andere Hände. Spiele. Da muss die Passgenauigkeit noch mal ein bisschen erarbeitet werden vielleicht. Ja. Weil die Leipziger Spielerin stand vielleicht einen Meter weiter links. Ja, und auch die Pässe davor kamen nur so mit Mühe und Not an zwischendurch. Also, okay, jetzt sehen wir hier gerade nicht so das tolle Beispiel, aber bei Heidelberg sieht das doch sicherer aus. Und merkt auch einfach, dass die Leute in der Nazio haben, die Trainingsideen mitbringen können. Wobei Leipzig da eigentlich auch dem nicht hinterher ist. Leipzig hat auch generell keine Bieter am Schnatz. Oh, ich glaube, sie gehen jetzt auf Cold Catch. Jan ist da. Nein, Jan defendet. Eigentlich brauchen sie Jan unbedingt im Bieter-Game. Aber vielleicht einmal Pause gönnen dem Herren, der jetzt auch schon seit Anfang dabei ist und das Ding verteidigt, während Heidelberg mehrmals schon ausgetauscht hat. Natürlich ist
aktiv drauf gehen, ein bisschen intensiver und anstrengender. Aber und hier ist Jojo Beat und es sind keine Beater. Und da ist ein Tor. Der Keeper hat beschlossen, zwar nicht in dem Angriff eben, aber in dem danach muss es jetzt einfach sitzen. Und wechselt auch quasi direkt wieder aus in der Defense. Interessant, aber festgestellt, dass da die Chance ist, weil Heidelberg hier sehr langsam den Pitch entlang läuft. Währenddessen wurde dem Stitch das zweite Handicap verpasst. Er darf jetzt also nur noch einen Arm benutzen. Oh, und wir sehen auch wieder Ruben auf dem Feld. Das war wahrscheinlich wirklich nur so eine 5 Minuten kurz einmal durchatmen. Und Leipzig hat den Ball. Also das Tor hat ihm, glaube ich, gerade noch mal so ein bisschen den Ego-Boost gegeben. Ja, es steht jetzt auch in Anführungsstrichen nur noch 40 zu 120. Also wenn man bedenkt, wie es davor stand. Und die auch ersten Minuten ist ja. Heidelberg ihn ja richtig weggezogen. Und im Endeffekt am Ende hat Heidelberg nicht mehr so viel. Man merkt auch, die Konzentration lässt ein bisschen nach. Ja. Bei beiden Teams zwar, aber bei Heidelberg merkt man es extrem irgendwie, dass da doch die Ideen, wie man einen Angriff aufbauen kann, ein bisschen schwinden. Ah, Bludger Control ist auch wieder bei Leipzig. Ja. Das ist tatsächlich schon auch lange beziehungsweise, nicht beziehungsweise, immer noch sogar. Ja. Und sie können jetzt eine keine Bieter-Situation. Können sie das ausnutzen? Und der Keeper muss back to hoops. Das war jetzt ein merkwürdiger Moment zum Abpfeifen. Hier wird noch was besprochen zwischen Seeker und Assistant Refs. Mal gucken, was da war. Der Schnatz rennt ebenfalls. Ich glaube, er möchte was trinken. Ah, ja, er möchte was die trinken. Anstrengung ist da. Es war ein langer Tag. Es war warm. Ganz im Gegensatz und jetzt zu gestern. Aufs ja, diesmal hat er es gecheckt mit dem pünktlich Wasser geben. Ich höre gerade von einem Spieler. Ich weiß leider nicht, wer es war. Ich kann nicht mehr. Das verstehe ich in der 30. Minute. Ich glaube, das ist auch echt total verständlich und nachvollziehbar. Sie wollen das Ding ja aber auch noch nicht aufgeben. Die Leipziger zumindest nicht. Und Heidelberg hätte, glaube ich, aber doch gern mal ein Ende. So. Ja, das glaube ich auch. Sie haben das Ding schon für sich entschieden, haben sie, glaube ich, im Gefühl. Und vielleicht lassen sie deshalb auch ein bisschen nach in der Konzentration. So, für sie ist es eigentlich schon vorbei. Oh, ein Beater runter. Von Leipzig für Illegal Inbounding Procedure. Oder vielleicht auch nicht. Da kommt noch was auf uns zu. Jula kramt in ihrer Tasche. Das könnte an Moritz sein. Oh. Das wäre nicht gut. Heidelberg überhaupt nicht gefallen. Nee. Ja, das wobei er auch schon ein bisschen überhitzt gerade. Und ja, es ist an Moritz. Die Headbands werden getauscht, denn ein Keeper muss immer on pitch sein. Ah ja, hier vorne die Mittellinien-Situation war, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Genau. Also gelbe Karte für Moritz für Contact from Behind. Ja. Das heißt, beide Spieler, beide Teams mit einem Spieler runter und. Ach, schade. Da ist aber noch was geht. Und das war ein Tor. War durch. Chula hat das Ding durchgesehen. Ja. Und. Das war die Nummer 95 Jan wieder. Wechselt aus, weil sie gerade doch die Chance wieder sehen. Und der Snitch sieht ein bisschen fertig aus. Nur noch mit einem Arm da durch die Gegend. Ist schon anstrengend. Und da hinten ja, Marius sollte Passspiel und aber auch Beats, die gesetzt werden von Leipzig gegen die Heidelberger. Und Tackles und der Ball ist diesmal in Leipziger Händen. Das, was wir aber beobachten können, ist quasi der Einzige, der wirklich viel tackelt von Leipzig, ist Ruben. Der Rest ist nicht so auf Kuscheln aus irgendwie, sondern da ist bei Heidelberger Seite alles, was kommt, nehmen wir runter, glaube ich. Marius hat wieder gewechselt auf dem Feld. Ist jetzt wieder die Nummer 66. War das? Nein, das steht da ist nochmal die Nummer 5 mit einem Pass nach hinten, der nicht ganz mehr so gut sitzt. Und
Ruben war schneller am Ball und hat ihn nun als Keeper. Wir haben auch einen ganz neuen Keeper. Ach so, ja, den ja. haben wir... Nicht freiwillig. Nicht freiwillig aus Heidelberger, Heidelberger Seite. Ja, ich glaube, sie hoffen einfach, dass Moritz da wieder draufkommt oder wechseln. Moritz ist auch wieder drauf, aber als Chaser. Die wollen, glaube ich, die Zeit nicht verschwenden mit dem Headband-Wechsel. Nee. Und Moritz spielt ja praktisch trotzdem noch die Keeper-Position. Ja. Indem er direkt vor den Hub steht. Er darf nur nicht mehr durchgreifen. Ja. Und da, oh, was ich daran wohl erinnern will. Er darf jetzt aber angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob er das noch weiß, aber der Rest ist weggebietet. Er hat nicht so das. Jetzt wird gewechselt. Tim geht als Keeper rauf, den wir ja vorhin auch schon ein paar Mal gesehen haben. Und währenddessen kommt die Nummer 66 da nicht so ganz ran irgendwie. Mhm. Die Nummer 31 ist wieder da zum Verteidigen und macht das, wie gesagt, echt super. Aber da das Tor hinter die Hoops, die Nummer 5 mit dem Standardtor, sag ich mal, schon wirklich öfter jetzt gesehen, genau dasselbe Ding hinter die Hoops und dann einfach im Sprung reingedankt. Das Ganze zieht sich. Man merkt, die wollen das hier nicht aufgeben, die Leipziger. Der Grund, warum der Heidelberger Sieger jetzt auch gerade nicht so rumkommt, ist, dass Heidelberg die Bludger Control verloren hat. Das heißt, sie können keinen Beater mehr zu ihrem Sieger schicken. Ja, und Leipzig sieht da auch die Chance. Ruben läuft Nummer sich hier wunderschön durch. Mr. Lampe, es war ein Pass, der fast ein bisschen spät war. Und Patrick, es gibt noch einen Versuch, ihn von langer Flur zu bieten. Wenn das klappt, wunderschön, aber das war es leider nicht. Aber Ruben macht ein richtig starkes Spiel. Auf jeden Fall. Aber durch diese Long-Beat-Versuche haben sie ihre Klatscher wieder abgeben dürfen. Ah. Und Heidelberg im gewohnten Bild. Zwei Klatscher. Wo ist denn im Moment der Sucher von A? Die haben gerade ausgewechselt. Ich war ein bisschen verwirrt. Luca wird angefeuert und weiß nicht, ob er den Pressure standhalten kann. Und hier vorne war ein Versuch, Ruben zu tackeln und Ruben läuft durch. Läuft in den Beater. Und? Wird nicht gebietet und macht das Tor. Dahinter war auch nochmal die Nummer 5, die theoretisch als Passoption da war, die das Ding einfach nochmal abgefangen hat. Ja. Aber es war schon durch. Auf seinen Knien hat er das Tor geschossen. Also sie kämpfen sich langsam wieder ran. In letzter Zeit waren mehr Tore von Leipzig als von Heidelberg, habe ich zumindest das Gefühl. In den letzten Minuten. Und Ruben geht hier auch aggressiv drauf. Leicht sehr aggressiv. Berührt von hinten, aber... Aber das war noch okay. Ja, da ist auch der Beat und der Quaffel wieder in Leipziger Händen und auch in den von Ruben. Nummer 95. Der wieder rauszappt. Ich glaube, das ganze Tackeln ist nicht mehr so unanstrengend mittlerweile. Da muss mehr gewechselt werden. Luca kommt jetzt tatsächlich auch mal an den Schnatz ran. Die Bieter stehen nicht mehr daneben. Ja. Und hier er ist ein Pass und keine Bieter. Und die Nummer 5 sieht da die Chance, kommt sie an Mo vorbei, ist die Frage. Und da ist Leipzig noch dran. Und da ist aber die Nummer 14 über die Linie getreten. Ah, nein, Luca war dran am Schnatz. Er hat ihn berührt. Und sich nochmal auf den Boden durch die Gegend gerollt. Ja. Und wir sind inzwischen in der 36. Minute. Es ist ein extrem langes Spiel. Ich weiß auch nicht mehr, was ich so sagen soll, weil sich viele Dinge doch einfach wiederholen. Das stimmt. Da wir sind stimmig. Da ist Jan gerade ausgerutscht, aber hat den Beat trotzdem noch gesetzt, der aber nicht so viel gebracht hat, wie er, glaube ich, sich gewünscht hätte. Der Pass konnte trotzdem noch gespielt werden. Sie müssen jetzt hier echt mal aufräumen. So. Bludger Control ist wieder bei Leipzig und die ignorieren im Moment einfach so die Schnatzsituation. Können sie ja auch, da Luca es gerade selber nicht wirklich probiert. Und die Nummer 31, echt einen hammerguten Job. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass die Hose die Nummer 95 trägt. Aber ich gehe mal davon aus, dass was oben ist, zählt. Und am defendenden Schnatz vorbei nochmal versucht, dem Facebeat auszuweichen. Aber das hat nicht funktioniert. Der windet sich wie so ein Aal. Ja. Da irgendwie versucht am defendenden Seeker von Leipzig da irgendwie vorbeizukommen und zu springen, aber
Vielleicht sollte ich das versuchen, was Philipp beim letzten Spiel gemacht hat. Der hat die ganze Zeit dem Sucher gesagt, komm, das wird nichts, geh back to the hoops. Und in dem Moment und hat er da könnte es vielleicht ein Tor GA, der ein Leipziger Speed und zweite Person von Leipziger Speed und der Ball ist bei Moritz wieder in sicheren Händen. Hier vorne lachen. Ist irgendwie ein Kaffeekränzchen ja. zwischen Sika und Schnatz. Die zwischen Spaß beiden. Haben. Ich weiß nicht, was da so los ist, aber sie stehen und lachen und schicken sich Hände und erzählen sich vielleicht gleich noch Witze. Ich weiß nicht. Und jetzt versuchen sie da mit den Bietern wieder was aufzuräumen. Score nebenbei auch nochmal. Und Luca wird angefeuert, denn er hat Zeit alleine und es sieht auch aggressiv aus. Er war fast dran, hat aber, glaube ich, an der Hose gezogen und darf jetzt auch einmal zurücklaufen. Immer mehr Leute gesellen sich hier so um den Pitch rum. Die meisten die anderen Spiele scheinen alle vorbei zu sein. Und gleich sehen wir hier auf diesem Pitch auch das Finale. Ja, gegenüber machen sich die Spieler fürs Finale warm. Darmstadt und Rheinus Bonn. Oh, ein klassisches Finale quasi. Ja. Nichts Unerwartetes. Und hier wird versucht, Ruben mit zwei Toren abzuhalten. Ach komm, jetzt schießt das Tor. Aber er will nicht und ich würde es ihnen jetzt gönnen, wenn das ein Tor wird. Er hat sich da so durchgeprüft. Er hat auch wieder den Ball, aber er wird gestoppt. Hat ihn immer noch und... Komm, Ruben, jetzt. Na, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre so da verdient. War aber ein sehr nah... So schade. So gut da gekehrt. War die Nummer 91, wurde auch am Hals berührt. Ist auch leicht rot am Hals. Ja. Also ich habe da auch was klatschen hören und einen Arm gesehen, aber keiner der Assistant Refs insofern. Schade. Und wir können da nicht intercepten und sagen hier. Leider nicht. Videobeweis. Manchmal, das könnte man noch einführen. Ja, manchmal wäre es doch echt schön, den Videobeweis geltend zu haben und auch das, was zumindest die Kommentatoren gesehen haben. Das wäre doch schön, wenn wir auch ein Wörtchen mitzureden hätten manchmal. Ah, Marius ist inzwischen wieder auf dem Feld. Ja, und ja, die Konzentration lässt nach. Man hört aus der Subbox von Heidler, bleibt konzentriert. Sie merken, der Schnatz kann langsam wirklich auch nicht mehr. Nee, und der Sucher von Heidelberg wurde gebietet, ist zurückgelaufen mit den Worten, ich glaube, die Erschöpfung. Und der Schnatz hat gerade gesagt, warum habt ihr mir so ein Spiel gegeben? Wo klar war, dass es so lang wird. Ich glaube, sie hätten Vincent nehmen sollen am besten. Ja, dann wäre es wahrscheinlich aber trotzdem auch noch jetzt. Ja, wobei Vincent sollte man ja eigentlich fürs Finale nehmen. Und der Leipzig versucht da ein Tor zu machen, ist auch noch am Ball, war leicht daneben, haben auch noch Leute da, haben keine Bieter und jetzt muss das Ding drin sein. Schönes Tor. Sie kämpfen sich langsam zurück. 73, hast du den schon davor auf dem Feld gesehen? Ja, als Keeper, immer für den, aber nicht so lange, weil Ruben doch... aber schön wieder durchgerannt. Der hat auch, glaube ich, vorhin schon ein Tor gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich habe heute schon so viele Spiele kommentiert und gesehen. Da ist das dann doch mal, verschwimmt das so ein bisschen, wenn ihr was macht. 70 zu 160. Also sie sind wieder ein bisschen näher dran. Ja. Also ein bisschen näher heißt nur noch 90 entfernt. Nur noch, weniger an. Zitat, drei Snitch-Catches entfernt. Ich möchte hier Augsburg zitieren an dieser Stelle, die das vorhin gesagt haben. Und da kam der Pass und Tim versucht, den da irgendwie noch zu kriegen, aber der Keeper hat den bekommen und Leipzig wartet auf Jojo als geladenen Bieter, glaube ich. Und da war was. Da war ein Catch. Und die Sieger freuen sich zusammen und die ganze Subbox freut sich. Also ich möchte dem nicht vorgreifen, aber der sah richtig gut aus. Ich glaube auch, die Nummer 31, der Leipziger Sieger, hat da schon quasi mit gratuliert und lächelt. Ich glaube, sie sind auch alle froh, dass es vorbei ist. Und sie machen einen Haufen, zumindest einen kleinen Haufen. Jojo legt sich da einfach mit auf die Heidelberger drauf. Und es ist gut, wie gesagt. Gut, Heidelberg! Sie schmeißen es in die Luft, freuen sich. Philipp sieht man ja auch nochmal, der sich mitfreut.
Er ist quasi stolz wie sein Nachname. Das ist super. Also Heidelberg beendet die deutsche Meisterschaft mit dem dritten Platz. Ich glaube, das hätten so sie verdient. Nicht erwartet. Nein, sie sind niemals. Hammerglücklich und im Arsch. Und Glückwunsch an Heidelberg. Ich glaube, Glückwunsch an Leipzig für einen tollen vierten Platz. Auf jeden Fall. Das haben sie sich wunderschön hochgekämpft jetzt am Ende gerade nochmal. Da haben sie die Unkonzentriertheit der Heidelberger auf jeden Fall ausgenutzt. Und das war ein sehr starkes Spiel. Und ich glaube, die gehen jetzt alle zusammen Bier trinken. Haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und damit würde ich gleich hier Platz machen, damit wir das Finale sehen können. Genau, bleibt dran. Darmstadt gegen Rhein-Neckar. Wird mindestens genauso spannend. Mindestens. Tschüss.